So, und damit willkommen zum nächsten Teil. Diesmal reden wir mit den Rebellen. Und zwar macht das diesmal Mumphy, weil Mumphy den Brief hat. Und zwar. Oh, Mumphy hat einen Heldspunkt dazu gekriegt. Und zwar wohnt hier die gute. Warum bist du hier? Fatima. Wie konnte dich Enrico schicken? Er ist tot. Schon mehr als 10 Jahre. Die glaubt uns aber nicht. Du willst mir Glauben machen, du arbeitest für toten Mann? Ich schlage dir vor, du verlässt Omerta, bevor du selbst toter Mann bist. Oh, die mag uns nicht und glaubt uns auch nicht. Und das hier ist. Meine Mama hat mir verboten, mit Fremden zu reden. Das hier ist Paco. Und zwar, Paco hat einen ganz interessanten Glitch. Und zwar kann man mit ihm einen Glitch machen. Und zwar so, dass das Spiel Paco hier mit der Diktatorin verwechselt, also spieltechnisch. Und man dann das Spiel hier, ich glaube, in einer halben Minute oder so gewinnen kann mit einem Glitch. Ich weiß nicht genau, wie der geht. Den werde ich natürlich auch jetzt nicht machen, weil wir nicht auf kleine Kinder schießen. Und zwar haben wir hier ja den Brief von Enrico Schivadori und den werden wir der guten Fatima jetzt geben. Brief von Enrico Schivadori. Er hat uns nicht vergessen. Nur wenig Leute wissen, dass er ist noch am Leben. Die meisten Menschen in Arulco denken, er würde vor langer Zeit ermordet. Wir hatten schon Hoffnung aufgegeben, jemals wiederzuhören von Enrico. Wer würde es glauben, dass wenn jemand lebt im Exil und Bequemlichkeit, er sich würde noch kümmern um dies elende Land. Nun gut, denn folge mir. Mache nicht schnelle Bewegungen. Männer von Miguel sind nervös. Du besser ihnen nicht provozieren. Dick Trainer hat uns über 2 Monate brutal bombardiert und angegriffen. So, und zwar müssen wir jetzt hinter ihr herlaufen. Okay. Und dazu. Ah, gut, ich bin schon vom Dach runtergesprungen. Das ist manchmal glitschig, deswegen speichere ich jetzt mal schnell. So, sind das alle? Ah, Schmeißer fast vergessen. Manchmal glitscht das hier so ein bisschen rum. So, wenn wir sie jetzt hier abpassen. So, dann geht sie hier weiter. Dann müssen wir mit ihr den Sektor verlassen. Und zwar, wenn sie weg ist. So, jetzt ist sie weg. Dann machen wir es hier per Hand. So, dann wählen wir wieder alle aus und laufen ihr nach. Das ist ein bisschen nervig, aber wenn wir die Unterstützung der lokalen Rebellen haben wollen, dann müssen wir das machen. So, sieht ganz gut aus. Sie ist nicht an den Sandsäcken hängen geblieben. So, weiter. In Ordnung. Warum habe du sie gebracht hierher? Sei nicht bei Trost. Frau, du bringst den Tod über uns alle. Sie sind geschickt worden von Enrico Schivaldori. Sie sind hier, uns zu helfen, Dimitri. Sie müssen Miguel sprechen. Ich würde sie niemals hier bringen ohne Beweis. Ich nehme dich bei Wort. Aus Respekt vor deinem Mann. Wir gehen runter, aber du machst einen Fehler, Fatima. Du sterbe mit ihnen. Ihr nicht bewegen und niemand müssen sterben. Fatima sagen, die wollen uns helfen. Sie sagen, sie hat Beweis, Carlos. Enrico hat Söldner angeheuert, uns zu helfen. Ich habe hier Brief für Miguel, unterschrieben von Enrico. Mit Einzelheiten, die nur er kennt. Über die Nacht, als wir ihm zu fliehen aus Arulco geholfen haben. Enrico, Schivaldori, seien verdächtig. Warum er würde tun dies? Auch ich habe Hoffnung. Lass mich sehen, diesen Brief. Hier. Es ist wahr. Enrico hat geschickt uns Männer zur Unterstützung. Im Namen der Rebellen und des Volkes von Arulco heiße ich sie willkommen. Wir dringend brauchen ihre Hilfe. Tetrana will tilgen Omerta von der Landkarte. Sie ist durch und durch böse. Vom Teufel besessen. Das genügt leider. Unsere Freunde werden bald wissen, wie sie ist. Tja, deine Alte kann ihr Testament machen. Das wird ein Spaß werden. Ich bin froh, dabei zu sein. Ich habe letzten Monat verloren über 30 Männer. Diese Leute sind alles, was von meiner Truppe noch übrig ist. Aber ich habe noch ein paar Leute draußen auf dem Land, denen ich vertrauen kann. Das Volk von Arulco würde Tetrana mit Freuden stürzen. Aber die Leute haben Angst vor ihr.
Und das Recht, sie ist herzlos und brutal. Sie hat dieses Land seines Geldes und seiner Seele beraubt. Die Leute müssen das Gefühl bekommen, dass der Trana besiegt werden kann. Das ist unser größtes Problem. Denn ohne Hilfe des Volkes sind wir auf verlorenen Posten. Uns fehlen Soldaten und Gerät. Sie kommen genau richtig. Uns auch fehlen Lebensmittel, Miguel. Wir brauchen sichere Route nach Drassen, sonst noch mehr Leute werden sterben. Carlos ist mein engster Berater. Er hat recht. Normalerweise hat er immer recht. Die Route nach Drassen zu sichern und die Versorgung sicherzustellen, hat absolut Vorrang. Wenn sie die Tranas Armee zurückschlagen, gibt es in Drassen einen Priester namens Pada Walker. Er ist ein Säufer mit wenig Verstand, aber er wird uns helfen. Finden Sie ihn und erzählen Sie ihm nur das Nötige. Ich werde Leute schicken, die unsere Sache abholen. Mucha suerte und sagen Sie dem Pater, dass ich ihm sehr dankbar bin. Der hat noch gar nichts gemacht. Also das hier sind jetzt die Rebellen. Und zwar haben wir hier Miguel, der uns relativ freundlich gegenübersteht. Dann haben wir hier Carlos, der ein bisschen skeptisch ist. Und Miguel hier ist einfach nur verplant. Und gucken wir mal, Miguel, gucken wir mal, ob wir den anheuern können. Ja, es ist Zeit zu vereinen unsere Kräfte. Gemeinsam wir werden Sieg feiern. Normalerweise ist das nicht möglich und ich glaube, ich hatte das auch abgestellt. Na egal, dann rekrutieren wir den Rest direkt mit. Was ich können für Sie tun? Sie führen Truppe gut. Ich mich schließen an, werde Bestes sein für Arulco. Hi, ich bin Ira. Ich bin vor 5 Jahren nach Arulco gekommen, im Rahmen eines humanitären Hilfsprogramms. Ich habe bald festgestellt, hier ist nur eines nötig. Hilfe gegen Daedrana, mit welchen Mitteln auch immer. Gut, ich könnte von Nutzen sein, wenn es um das Land und die Leute geht. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin kein Profi, so wie Sie. Ich kann nicht so gut schießen. Bei Miguel habe ich mich um die Verletzten gekümmert und Wache geschoben. Los geht's, ich zeige den Weg. Genau, die läuft jetzt dummerweise raus, was uns aber, glaube ich, nicht interessieren muss. Doch. Okay, wieder zurück rein. Ich werde das gleich ein bisschen genauer erklären und dann haben wir hier noch ihn hier. Mir würde das gefallen. Ich könnte viel lernen. So, und jetzt gehen wir raus. Und wieder hoch und eine Etage runter. Genau, hier hat man auch Etagen und zwar geht es hier noch relativ tief in die Erde hinein. Wieder hier hin und ich glaube, da steht noch einer. Genau, Dimitri. Und raus. So, unser ganzes Squad ist jetzt relativ gewachsen, um halt eine ganze zweite Einheit. Das Ganze funktioniert normalerweise nicht so. Das Ganze funktioniert normalerweise so, dass man mit denen spricht und dann will erstmal nur Ira mitkommen. Und sobald man dann die sichere Route nach Drassen hat mit den Lebensmitteln, dann kann Dimitri mitkommen. Und erst wenn man halt das ganze Spiel bis zur Hälfte durch hat, erst dann kommen Miguel und Carlos wirklich mit. Und dass die jetzt alle auf einen Schlag mitgekommen sind, ist glaube ich ein Bug oder ich habe irgendwas falsch eingestellt. Man kann das in den Dateien einstellen, dass die sofort mitkommen, egal wie weit man im Spiel ist. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich das ausgestellt hatte, also ein bisschen buggy. Die sind hier so rebellenmäßig ausgerüstet. Hier, der hat eine Mauser 712, also die vollautomatische Version der Mauser C96. Hat natürlich den Brief dabei, den wir ihm gerade gegeben haben. Ein Offiziershut und ein Chicom mit ein paar Magazinen, AK-Magazine ohne AK. Der gute Typ hier hat die Typ 63, die ich auch mal eine Weile hatte mit Bajonett, machen wir direkt mal ab. Sehr unpräzise, außerdem eine Makarov PM-Pistole, die eigentlich am besten in Holzer gehört. Und auch so ein bisschen chinesisches Equipment. Und sie hat hier auch, sie hat hier die MP28-2. Und die sind alle, und eine Browning HP. Was hat er? Ah, er hat eine Typ 58 und damit eine Waffe, die ich damals relativ cool fand, die Mumphy aber überhaupt nicht leiden kann. Und er hat eine Tokar FTT. Ihr habt wahrscheinlich erkannt, die guten Herren hier haben chinesisches Equipment. Dazu haben wir uns damals entschieden, aus dem Grund, dass ja die... Ja,
Originalmodder von dieser Mod hier auch Chinesen sind und dann haben wir hier den Rebellen hier chinesische Sachen gegeben. Ich weiß nicht, was wir mit ihnen machen sollen. Ob wir sie jetzt direkt mitnehmen nach Drassen, was eigentlich relativ klug wäre, oder ob wir sie erstmal hier lassen. Ich glaube, wir nehmen sie mit nach Drassen. Okay, wir sind eigentlich alle ganz gut ausgeruht. Dann, so, weiter geht's. Wir gehen nach Drassen. Wir werden jetzt natürlich noch ein bisschen was brauchen, weil jetzt natürlich ein Trupp, da sind jetzt die ganzen, Entschuldigung, Huste rausgeschnitten, da sind jetzt die ganzen Wildläufer drin und Ranger und die anderen haben ja gar nichts, hier was das angeht. Deswegen halten wir uns am besten immer so ein bisschen in der Nähe. Und wie ich das bereits gesagt habe, es ist eigentlich am schlauesten, das Ganze hier von oben einzunehmen. Ihr habt diesmal nicht so ganz so doll gestimmt und deswegen gibt es eigentlich nur eine Stimme, die sagt Drassen. Ah, wir können ja simultan angreifen, um halt diese vier Leute hier zu überraschen, beziehungsweise diese vier Leute anzugreifen. Wir haben Besuch. Ja, das wird wahrscheinlich kein großes Problem sein, die zu besiegen. Wobei die auch relativ schlecht ausgerüstet sein dürften. So, wir halten uns zurück. Okay, er ist blockiert. Okay, es sind ganz viele blockiert. Dann würde ich sagen, dann gehen wir hier mal mit den Rebellen vor. So, die dürften eigentlich, er dürfte eigentlich ganz gut treffen. Er mit der Mauser hier ist natürlich komplett outranged. So, dann packen wir hier... Können die immer noch nicht? Okay, wenigstens Altgott kann gehen. So, Altgott und Bepp packen wir hier an die Flanke. Seaman, der ja eine relativ gute Feuerkraft hat, danke. Die sollen schon mal anfangen zu beten. Okay, da sind sie schon. Okay, wenn er sich hinlegt, kann er ihn schon nicht mehr sehen, aber der kommt angerannt. Oh, und Altgott kann ihn ganz gut treffen. So, dann wären es nur noch drei. Und jetzt ist eigentlich unwahrscheinlich, dass diese drei wirklich in die Offensive gehen. Hier sind noch welche. Tun sie trotzdem. Relativ dämliches. Gucken wir, ob wir... Nee, der trifft nichts. Was? So, Bepp auch nicht. Was? Ja. So, was wollte ich machen? Genau, Seaman so ein bisschen weiter nach vorne. Alles klar. Verdammter Mist. So, schon mal anzielen. Ja. Holen wir mal den DMR-Aal nach. So, den sieht keiner. Der ist doof genug weiter... Okay, das sind die beiden. Kann er jetzt treffen? Nein. Nein, nein, die können gar nichts treffen. Was? Sieh aus mit Bepp. Bepp trifft auch nichts. Zielobjekt in Sicht. Was? So, was jetzt natürlich cool wäre, ist, wenn diese drei Typen ihre Verstärkung aus dem Flughafen holen, dann wird der Flughafen gleich leichter. Aber das werden sie wahrscheinlich nicht tun, weil der Flughafen dann unter Sollbesetzung wäre. Ich weiß gar nicht, wie viel Sollbesetzung der Flughafen hat. Sie können nicht sehen. Die sehen nichts, sie sehen nichts. Ja, Altgott kann ich mal hinlegen. Was? Dann holen wir mal Schmeißer hier ins Gebüsch und machen hier den Heckenschützen. Caramba. So, und er trifft mal wieder nix. Wie viel Treffsicherheit hat er denn? Okay, er kann nicht zielen. So, aber jetzt doch mal, oder? Okay, jetzt kann er noch nicht mal mehr sehen. Egal, halten wir einfach mal rein. Nee, können wir nicht. Altgott ist auch nichts. Den können wir jetzt mit Tränengas da verscheuchen, aber eigentlich für die paar Leute ist mir das Tränengas einfach zu wertvoll, ganz ehrlich. Ja, können wir hier mal ein bisschen mit der Mauser, Broomhandle so ein bisschen rumballern, aber es bringt eigentlich gar nichts. Ja. Er sieht ihn nicht. Ja. So, wie sieht's hier auf der Flanke aus? Sie sehen die auch nicht. Okay, das sind zwei Stück. Ja, da kann ich meine Fockgranate für opfern. Okay, ja, sicher, für die... Zahl sowieso, aber dann ziele ich auf den. Ha, nice. Double Kill. Oh, Triple Kill. Wir sind gut. Jetzt müssen wir nur noch die Verwandten benachrichtigen. Dann können wir uns den nächsten Sektor vorknöpfen. So, mal gucken, ob die irgendwas gedroppt haben. Einfach mal ein Save. So. Ah, 28er Special, der Meme-Revolver. Das ist ein Revolver, den gibt es seit Vanilla. Der ist einfach nur grottenschlecht und der ist auch die einzige Waffe, die er dieses 38er Special benutzt. Mumphy mag den Revolver teilweise ganz gerne, aber vielleicht, wenn man Revolver-Holster finden. So, ah, das geht. So, zwei Ersatzmagazine, ganz gut. Ich hoffe, Mumphy freut sich über den 38er Special. Dann haben wir hier noch eine Matt-Maschinenpistole und zwei Lee Enfield-Gewehre. Einmal das lange Nummer 4 Mark 1 und einmal das kurze Nummer 5 Mark 1, also das kurze. Und dann noch eine Jacke. Passt die irgendwo dran, drüber oder so?
Ja, gehen wir mal Ira ein. Ach so, ja, die können wir mal ein bisschen ausrüsten. So, dann geben wir Ira am besten die lange Version und dann geben wir Dimitri hier die Kurzversion, jeweils nur mit einem Magazin. Kriegt er auch hier den Teller. Matt ist jetzt nicht wirklich so berauschend, dass ich dir das jetzt wirklich jemandem geben würde. Dann gucken wir mal, wie weit wir in Schuss sind. Das sieht ganz gut aus. Ich bin natürlich ein bisschen verletzt noch, aber das ist jetzt nicht so mega schlimm. Halte ich mich ein bisschen zurück. Dann warten wir ab. Am besten bis. Ja, wir müssen zügig durchkommen. Ist schon relativ spät. Ich Ich. mache Fortschritte. Ja, sowas hier. 17 Uhr. 17 Uhr ist vollkommen okay. Dann sind alle ausgeruht. Machen wir hier nochmal so einen Angriffssafe. Dann mache ich einen Sicherheitscut und dann sehen wir uns gleich in Drassen wieder.